Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde. Wir sind, soweit ich weiß, immer noch in Rohan unterwegs. Ist ja schon eine Zeit her, dass die letzte Folge kam. Saruman wird erst ruhen, wenn ganz Rohan in Trümmern liegt. Jo, genau. Also wir sind weiter mit Eomer und seinen Rohirrim unterwegs. Jo. Ich habe, glaube ich auch, also ich hoffe zumindest, eine gute Nachricht. Also erstens habe ich vernünftig hinbekommen hier mit der Auflösung und so weiter. Und zweitens denke ich, dass sich dadurch auch das Problem mit dem Mauszeiger erledigt hat. Und wir schnappen uns erstmal die Kommandos, würde ich sagen. Also auf nach Ostemnet. Aber das werden wir jetzt gleich in-game sehen, wie es denn so Ostemnet. aussieht. In diesem Hügelland führen die Menschen Rohans ein Leben als Nomaden. Wenn es gilt, ihre Heimat zu verteidigen, kämpfen sie bis zum Tod. Besiegt alle Truppen Isengards! Sammelt euch, Jäger! Oh, wunderbar. Es könnten Orks in der Nähe sein. Wunderbar. Also, das mit der Maus funktioniert tatsächlich jetzt. Sehr gut. So, hier kommen erstmal ein paar Gehöfte hin. Dann. Haltet die Augen offen. Oh, hier gleich mal zwei Verteidigungstürme. Ich werde jetzt auch gleich mal wieder trennen, sobald wir alle auf Fleck Reiter stehen. danach! Das Gehöft ist fertig. Nach Wir haben ein neues Rohirrim Gehöft zusammen in mit der Eomer. Erinnerung. Ich glaube, ich muss mal für mich selber mein Spiel ein bisschen leiser stellen. Das ist. Werde ich mich fast selber nicht mehr reden. Das geht natürlich auch überhaupt Landsleute! nicht. So. Hier entlang meine Erstmal ein Freunde, bisschen die die von uns Verteidigung sichern. Sammelt euch, Jäger! Und da greift schon wieder irgendwas an. Lasst uns Orks jagen! Der Feind in wir folgt gucken mir. uns. Oh, schwerer Rüstungen. Wir sind wieder ganz böse unterwegs hier. Ich gucke mir mal ganz kurz die Ziele an. Ja, also ziemlich das Standardding, alle Barkreiter in diesem Gebiet vernichten, Eomer ein Level aufsteigen. Schwere Rüstung für unsere Rohirrim haben wir schon. Und halt mal wieder alle Lager des Bösen zerstören. Das bekommen wir aber, denke ich mal, auch ganz gut hin. Es könnten Orks in der So. Nähe sein. Denke mal, so Reiter der lange Macht! wird die Mission auch gar nicht Beeilen wir dauern. uns! Da sind sie! Das sind schon wieder die nächsten. Der Feind in der Wir wollen natürlich, da schon das erste Bonusziel erfüllt, irgendwie sind wir aufgestiegen. Der Schießstand ist bereit. Wir wollen natürlich alle Bonusziele. Deswegen werden wir uns auch die Barkreiter überall noch holen. Ich hoffe, wir finden alle. Was läuft denn hier noch hinterher? Haltet eure Stellungen! So, wir schnappen uns auch mal hier. Irgendwo hatte ich die noch gesehen. Hier. Wir reiten! Schnappen wir uns erstmal den Außenposten noch mit. Vier Fähigkeitenpunkte haben wir schon. Oder nehmen wir das doch, oder? Den Elbenwald. Da bekommen wir, glaube ich, irgendwelche positiven Effekte. Ich weiß es gerade gar nicht. Plus 50% Rüstung. Die Feindlichen verlieren die Führerschaftsboni. Alles klar. Joa, bringt auf alle Fälle ein bisschen was. Die Rüstung ist halt ganz cool. Kann man immer mal gebrauchen. So, was bauen wir noch? Wir bauen noch einen Brunnen natürlich. Wir brauchen noch einen Stall. Für 600. Wobei 15. Sind wir genau bei 100? Ich weiß gar nicht, was ein. Wo hier im Bataillon steht, Rohirrim! ist hier irgendwo? Hier mit bei 9. Schade. Ich weiß nicht, wie viel Platz sie brauchen. Das wäre jetzt sehr interessant, ob sich noch ein Rohirrim Bataillon ausgeht. Das probieren wir einfach aus, würde ich sagen. So. Menschen der Genug Rittermacht! geschwafelt, jetzt reiten wir nochmal ein Verteidigt bisschen dieses Land! die Gegend und suchen noch die anderen Folgt mir! Waagreiter. Wenn mich nicht alles täuscht, dürften es um die 4 bis 5 Grüppchen sein, die hier irgendwo immer rumstehen. Verteidigt dieses Land! Vorwärts! Aber da kann ich mich natürlich auch irren, ist schon eine Zeit her, dass ich das Los! letzte Mal gespielt habe.
Beeilen wir uns! Los! Das ist ganz viel Gehöfte oder Möglichkeiten für Gehöfte vielmehr. So, dann gucken wir gleich mal, was so ein Rohirrim-Bataillon jetzt letztendlich kostet. Wie viele Punkte das einen. Entschuldigung. Würde sich sogar eins ausgehen. Es könnten Orks in der Nähe. Du gehörst nur dazu, du gehörst da dazu. Schaut euch um mich, meine Freunde! Wir müssen alle kämpfen! Sammelt so. Euch, Jäger! Das muss der Feind sein! Bewegung! Da sind die nächsten Waage. Unser Land versinkt im Schatten. Die holen wir mal noch schnell weg hier. Der Feind ist unter uns, Männer! Gibt auch noch schön Rohstoffe, können wir eh gebrauchen. So. Los. Wir reiten! Hier ist auch irgendwas. Also hier könnte man nochmal ein kleines Lager aufschlagen. Dafür haben wir auf alle Fälle noch nicht genug Rohstoff. Ich denke mal, das werden wir auch gar nicht brauchen. Los. Es ist leider sogar irgendwann ab einer gewissen Zeit in Anführungszeichen langweilig, weil du nichts mehr machen kannst. Du hast halt eigentlich deine Kommandeurspunkte komplett vergeben. Man bekommt immer mal so 20 dazu, das ist halt auch nur ein Bataillon. Also nicht wirklich viel. Beeilen wir uns! Jo, und das war's halt aber. Also eigentlich, theoretisch könnten wir auch einfach gleich zum Gegner reiten und den platt machen. Das ist halt aber auch ein bisschen langweilig. Deswegen suche ich zumindest auf alle Fälle erstmal die Karte nach dem ganzen Wagen ab. Hier ist der Gegner. Ja, komm, so schnell weg. Hier sind nämlich auch nochmal ein paar Waage mit dabei. Beziehungsweise Waren. Die holen wir auch noch schnell mit weg. Alter Schwede, oh oh. Na, bevor die bei uns im Lager stehen, hätte ich die dann doch lieber ein bisschen vom Hals. Hab ich jetzt geheilt? Scheiße, das wollte ich doch gar nicht. Ich hab gerade irgendwo geheilt aus Versehen. Und hier sterben gerade ein Haufen Rohirrim weg. Hier kommen noch mehr böse Leute. Ups. Ich komme mit meiner Maus gerade nicht so klar. Ich glaube, wir ziehen uns erstmal ins Lager wieder zurück. Folgt mir! Das ist das Lager des Feindes. Die müssen sich erstmal ein bisschen heilen. Das war nämlich gerade jetzt gar nicht so gut. Die haben einen Haufen Schaden abbekommen. Nun, man sieht es an den Kommandeurspunkten, da sind auch einige gefallen. Hier unten. Oh, das ist so schön, wenn ich bei mir auf meinem Bild, also auf dem ersten Bildschirm, wo ich quasi spiele, die Maus in derselben Position ist wie die Aufnahmevorschau auf dem rechten Bildschirm. Das ist wirklich angenehm. So. Bleibt wachsam! Die werden hier jetzt erstmal gleich ein bisschen wegsterben. Der Feind ist unter uns, Männer! Das muss der Feind sein! Gut. Haben wir schon alle? Nein. Sind bereit zu kämpfen! Hier haben wir auf alle Fälle neue Rohirrim. Wir brauchen auch noch die Rüstkammer. Auf alle Fälle. Ja, da trudelt der ganze Rest jetzt auch ein. Langsam aber sicher. Holt eure Waffen! So. Rohirrim! Beeilen wir uns! Gut, die dürfen sich jetzt erstmal noch ein bisschen heilen. Wir haben unsere volle Truppenstärke im Schatten. Okay, also da hat sich wieder einiges regeneriert. Das heißt auf Deutsch. Rohirrim! Okay. Haben sogar tatsächlich alle Bataillone überlebt. Das ist sehr erfreulich. Rohirrim! Das ist natürlich auch immer so ein kleiner. Ja, nennen wir es. Wieso sind die Pferde hier eigentlich unterschiedlich? Haltet die Augen offen! Hat das irgendwas zu sagen? Ja, das ist ja ein Bataillon mit unterschiedlichen. Okay, nee, ich glaube, das hat nichts zu sagen. Das unser ist halt einfach Land, so ein bisschen, um Abwechslung reinzubringen. Okay, was wollte ich sagen? Genau, das ist auch immer mal so ein netter kleiner Trick. Einfach, wenn man noch ein, zwei Bataillone mehr will, aber volle Truppenstärke hat, einfach mal in den Kampf ziehen. Weil quasi jeder hier sind 20, das heißt, es sind glaube ich 5, ja, wir reiten. Für wir jeden, reiten. Also
jede einzelne Einheit in dem Bataillon hat immer eine eigene Truppenstärke von diesen Kommandeurspunkten. Los! Und wenn der halt fällt, werden Kommandeurspunkte 3. Das heißt, wenn du dann irgendwie nur noch 3 halbe oder 4 halbe Bataillone hast, kann man nochmal 2 Bataillone quasi nach ausbilden. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich erklärt. Beeilen wir uns! Aber was ist denn hier? Achso, das war bloß. Das sah irgendwie so noch einen Banner mit der weißen Hand aus. Auf die Schnelle irgendwie. Aber da ist nichts. Das ist schon mal schön. Ich schnapp mir hier noch ein paar Gehöfte, dann bekommen wir nämlich nochmal mehr Rohstoffe. Hier können wir jetzt endlich mal diese Rüstkammer bauen. So, was ist hier? Geht's sonst wohin? Ja! Okay, also den südlichen Teil der Karte haben wir eigentlich komplett abgesucht. Dann reiten wir mal hier so ein bisschen hoch. In Nordwesten. Mal gucken, was da noch auf uns wartet. Und sonst bleibt uns gerade eigentlich gar nicht so viel zu tun. Wir können uns da dann noch so ein paar Upgrades kaufen. Hier sind nochmal ein paar Waage. Und das eine Bataillon aufrüsten, aber sonst. Sonst bleibt uns eigentlich nicht viel zu tun, außer den Gegner dann halt zu vernichten. Los! Na gut. Folgt mir! Los! Folgt mir! Ja! Ich will gerade, wir sind hier oben. Wir reiten! Wo sind wir denn? Wir sind Ost-Emnet. Wir sind da im Norden Lothlorien. Wir reiten! Wir reiten! Ich glaube, ich habe jetzt die Karte gar nicht so im Kopf gerade, muss ich gestehen. Folgt mir! Was ist denn da? Nur doch, Lothlorien könnte schon hinkommen. Beeilen wir uns! Folgt mir! Wir reiten! So, wo haben wir denn noch Waage? Ein paar fehlen aber noch. Mir. Verteidigt dieses Land! Oder haben wir den Erfolg jetzt schon? Beziehungsweise das Ziel, die Aufgabe erfüllt, so rum, Entschuldigung. Der Erfolg ist ja nicht, was kommt unten angereitet. Oh, Waage. Oh, noch mehr Waage. Aber die sollten wir hier unten eigentlich nicht reinkriegen. Ja, jetzt hat es gerade irgendwie. Okay, wir haben alle Waagereiter vernichtet. Dann gehören die hier unten tatsächlich zum Lager. Was? Ach so. Hier machen wir gleich mal alle 3. Unser Land versinkt im Schatten. Los, so, die dürfen wir hier hinreiten, dann sind sie noch in Reichweite des Brunnens hoffentlich. Jawohl, sehr schön. Und heilen sich ein bisschen. So, wie lange brauchen die Upgrades noch? Na, brauchen noch ein Stück. Aber dann können wir eigentlich auch schon langsam hochreiten. Das neue Upgrade ist bereit. Wird dann auch wieder eine sehr kurze Folge werden. Ich sage nur Arme und Hände, da waren sie glaube ich 10 Minuten oder so. So, Bannerträger Upgrade bekommt er schon mal, dann sind sie zumindest mal 2. Ich weiß gar nicht, auf welcher Schwierigkeit spielen wir, dann müsste ich mir das erste nochmal angucken, ob wir auf leicht oder normal spielen. Ja, sollen sie doch. Hier kommen sie jetzt groß angelaufen, aber es sind alles nur einfachste Soldaten. Unaufgerüstet, die interessieren uns eigentlich so gut wie gar nicht. Dann sieht sie schon, wie lange die da drin stehen, ohne großartig Schaden zu bekommen. Aber den Vorposten nehmen wir ihn weg. Oder Außenposten, ich weiß es immer wieder nicht, wie die kleinen Lager heißen. Ich glaube, das hier ist ja ein Lager. Das große sind dann die Festungen. Das hier ist Vorposten, Außenposten, irgend sowas, glaube ich. Nennt sich das. So, was ist es? Ein Vorposten. Okay. Was ist hier? Okay. Boah. Oh, ich würde sagen, die bekommen jetzt noch ihre geschmiedeten Klingen. Reitet! Da sind sie!
Dann reiten wir so langsam hoch Richtung Lager des Bösen. Mether, Rohan, Hirim! Sie haben angegriffen! Dies ist unsere Stunde! Attacke! Die kommen halt auch nicht weit, wenn sie nur so Luschi-Krieger hierher schicken. Das ist halt aber auch der Unterschied zu den höheren Schwierigkeitsstufen. Da sind die dann immer ein bisschen aufgerüsteter und so weiter. Ja, verteidigt dieses Land! Vernichtet sie! Der Feind hält dieses Land besetzt! Folgt mir! So, hier ist auch noch ein Vorposten, den nehmen wir mal noch mit. Sie haben uns schon so lange verspottet. Das waren noch ein paar Waage, glaube ich. Abscheuliche Kann man sich auch noch mitnehmen. Ne, Heilen kriegt man noch nicht. Heilen warten wir tatsächlich, bis wir im Lager sind. Ich will immer Festung sagen, aber Festung ist ja falsch. Festung ist es ja nicht. Oha, Armbrustschützen. Jetzt meinen sie es aber ernst hier, ha? Da oben kommen nochmal Waage. Sie greifen den Vorposten an. Der Feind, in Deckung, Männer! Abscheuliche Kreaturen! Los! So, dann reiten wir die jetzt alle mal noch um hier. Irgendwo war doch schon die. So, na dann. Hauen wir zumindest den hier mal weg. Dass nicht die ganze Zeit neue Viecher rauskommen. Das ist immer sehr, sehr nervig. Und dann kümmern wir uns gleich um die Zitadelle. Ach, da kommen auch Waage. Aber Waage sind nicht ganz so nervig wie die Kleinen. Also, die Kleinen sind sie auch nicht, aber wie die Uruks halt. So. Das war's mit der Zitadelle. Abscheuliche Kreaturen. Hier stehen noch ein paar nervige Armbrustschützen, die nehmen wir mal noch mit. So. Unser Vorposten wird angegriffen. So, na dann. Ich hoffe natürlich, wir haben jetzt nicht noch irgendwo dann einen nervigen Vorposten oder sowas, den wir wieder ewige Zeiten suchen muss. Aber an sich dürften es dann schon unsere plus 20 Kommandos sein. Kann natürlich sein, es sind vorher mal Waage nochmal irgendwie ein bisschen Richtung Süden weggeritten. Dass die da unten nochmal irgendeinen Vorposten eingenommen haben, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Oder auch nicht, gut. Ja, das war schon. Meine Aufnahme zeigt jetzt 20 Minuten an. Haben die Mächte des Bösen zerschmettert. Ich weiß gar nicht. Ein bisschen was am Anfang kommt noch weg. Ich glaube, es war nicht so 15 Minuten so. Aber das seht ihr ja dann eh, wie lange das Video jetzt ging. Ja. Das war es soweit auch schon wieder. Siege gesamt, auf alle Fälle. Und ja, die 20 Kommandos, wie gesagt. Das war es soweit auch schon wieder von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme, wo ich mich einfach mal überraschen lasse, ob es in Rohan weitergeht oder irgendwie mit was anderem. Bis dahin, haltet die Ohren steif.